Hallo, also ich bin die Silke Kassack, ich bin 40 Jahre alt und ich wohne in Baden-Württemberg im Kreis Heilbronn. Und hier seht ihr einen Teil meiner Hobby-Collie-Langhaarzucht. Das ist mein A-Wurf, sprich das ist der erste Wurf, den wir gezogen haben. Sie sind pünktlich zum Muttertag auf die Welt gekommen. 6 gesunde Welpen, 3 Rüden und 3 Hündinnen. Die Geburt ist innerhalb von 3 Stunden vonstatten gegangen. Und mittlerweile sind sie von 350 Gramm auf 5 Kilo gewachsen in 8 Wochen. Mir ist bei der Zucht meiner Hunde natürlich die Gesundheit extrem wichtig. Beim Collie gibt es ein paar erbliche Augenkrankheiten und die Medikamentenunverträglichkeit. Die versuche ich schon genetisch über die Elterntiere auszuschließen. Vom Verband wird trotzdem eine klinische Augenuntersuchung vorgegeben. Die haben wir durchführen lassen. Da sind alle Welpen gesund. Ansonsten müssen die Hunde bis zur 8. Woche gechippt und geimpft werden. Auch das haben wir letzte Woche erfolgreich erledigt. Mir liegt das Wohl meiner Babys sehr am Herzen. Von daher investiere ich sehr viel Zeit, um die zukünftigen Besitzer mindestens 2 bis 3 Mal persönlich kennenzulernen. Das heißt, es finden Besuche ab der 3. Woche statt, wenn möglich 14-tägig. Keine Vergabe vor Ende der 7. Woche, weil erst da der Charakter sich herausbildet. Und schließlich soll ja der Hund ein Leben lang zur Familie passen und die Familie zu dem Hund. Nachdem mir eine artgerechte Fütterung meiner Hunde sehr wichtig ist, gebe ich jedem meiner Welpen ein Starterpaket mit. Darin enthalten sind Nassfutter, Trockenfutter, Leckerlis und ein paar Überraschungen. Auch bekommt jeder Welpenbesitzer von mir eine ausführliche Futterberatung zu den verschiedenen Futtersorten und den Kräutermischungen, die ich für meine Hunde benutze. Meine Welpen werden in einer großen Wurfbox im Haus geboren. Ich schlafe die ganze Zeit über, während der Zeit, wo sie da sind, mit in dem Zimmer, dass, falls irgendwas ist, ich jederzeit da bin. Ab der 3. Woche fangen sie langsam an, aus der Wurfbox heraus die Wohnung zu erobern. Da stehen ihnen verschiedene Spielsachen zur Verfügung. Und je nach Wetter und Entwicklung können sie dann ab der 4. bis 5. Woche nach draußen. Da haben wir den großen Hof, die Scheune und verschiedene Rasenflächen. Durch die Scheune sind wir einfach völlig wetterunabhängig, egal ob es zu heiß ist oder es regnet. Eigentlich können wir den ganzen Tag von morgens bis abends draußen sein und die Welpen können nach Herzenslust spielen, toben und viel schlafen. Wir haben verschiedene Spielsachen für sie, eine Hängebrücke, ein Wackelbrett, Tunnel, Bälle, Seile, mit denen sie wahnsinnig gern spielen. Ansonsten mit sich spielen sie gerne, mit der Mama, mit der Tante. Zusätzlich zu den verschiedenen Spielangeboten gewöhne ich sie natürlich ans Autofahren. Wir machen kleine Ausflüge, zum Beispiel zu meinen Eltern, wo sie fremde Hunde kennenlernen. Wir besuchen eine Schulklasse und oder einen Kindergarten. Ansonsten lernen sie alles an Alltagsgeräusche, also sie kennen einen Staubsauger, sie kennen den Rasenmäher, es wird geklingelt, es wird geklopft, das Telefon klingelt, ganz viele verschiedene Leute, Autos. Darüber hinaus kennen sie meine Katzen und haben auch schon die Pferde kennengelernt. Ab der 6. Woche gucke ich, dass sie regelmäßig ein Halsband tragen, dass es einfach für sie völlig normal ist. Und je nachdem dann zur 6., 7. Woche fange ich dann auch wirklich an, mit ihnen Leinenführigkeit, Sitz, Platz und hier zu üben. Das natürlich dann einzeln mit jedem Welpe. Dadurch sind die auch schon mal gewöhnt, wirklich alleine zu sein und nicht in der Gruppe. Weil wenn sie dann von den Besitzern abgeholt werden, sind sie natürlich auch alleine, was sie so nicht kennen. Von daher sind dann so kleine Übungseinheiten. Das gucke ich meistens, dass ich das ein paar Minuten morgens, ein paar Minuten abends mit jedem Welpen mache. Da passt es dann von den Temperaturen. Sind sie aber auch schon gewöhnt, mal alleine unterwegs gewesen zu sein. Ich habe vor, dass ich Welpentreffen veranstalte oder auch mal irgendwo ein spezielles Futterseminar oder ein Pflegeseminar. Es sind da wirklich ein paar Leute da, die noch nie einen Collie hatten. Also gerade die Fütterung ist mir wirklich persönlich extrem wichtig. Also da lege ich wirklich Wert auf eine artgerechte Fütterung. Die kriegen ganz hochwertiges, qualitatives Kraftfutter, beziehungsweise Trockenfutter, Nassfutter. Ein besonderes Merkmal bei dem Futter ist eine einzigartige Eigenmischung für das mineralische Gleichgewicht. Darüber hinaus gibt es ganz viele verschiedene Kräutermischungen, wo ich einfach den Hund unterstützen kann, egal was. Zum Beispiel gibt es eine Kräutermischung zur Wurmfreihaltung. Ich hatte eine Kräutermischung für die Trächtigkeit, dass sich wirklich die Mutter gut entwickelt, aber auch für die Welpen im Mutterleib. Es gibt jetzt Kräuter für den Aufbau für die Welpen, einfach vom Wachstum zum Unterstützen und ganz viele verschiedene andere Möglichkeiten und Einsatzmöglichkeiten. Und das ist mir auch wirklich wichtig für die Welpenbesitzer, dass die auch quasi das Futter mit übernehmen. Ein Welpe soll man eh vom Futter her nicht umstellen. Das kann wirklich auch in der Entwicklung Schäden führen, gerade auch ein Langhaarhund. Die könnte auch wirklich dann vom Fell her Probleme kriegen.
Von daher kriegt jeder Welpenbesitzer von mir so ein Starterpaket mit Trockenfutter, Nassfutter und ein bisschen Leckerli und ein paar Überraschungen. Und ich mache dann aber auch eine ganz individuelle Futterberatung zum Trockenfutter, zum Nassfutter, zu den Kräutern und aber auch zu ein bisschen Medikamenten für die schlimmsten Notfälle, die es so gibt. Und die kriegen genau einen Futterplan von mir. Und ich gehe dann auch wirklich her und mache die Erstbestellung mit denen und bin aber auch wirklich die ganze Zeit, auch wenn sie dann nachher zu Hause sind, für Fragen und für Probleme da. Und wie gesagt, mir ist halt einfach wichtig, dass die Hunde somit nicht nur artgerecht, sondern auch chemiefrei aufgezogen werden und später gehalten werden. Und gerade in der heutigen Zeit finde ich, also mir ist das extrem wichtig. Da gibt es so viele verschiedene Futterhersteller, wo dann halt doch nicht das drin ist, was irgendwo heißt. Und ich bin ganz froh, dass ich so ein tolles Futter gefunden habe. Gehört also zum Teil auch so zur kleinen Hausapotheke, wenn sie mal Durchfall haben oder irgendwelche anderen Erkrankungen. Wie gesagt, es gibt dann speziell für die Wurmfreihaltung. Es gab jetzt, wie gesagt, ein Kräuter, das hat die Herren ab dem letzten Drittel der Trächtigkeit gekriegt. Wirklich für trächtige Hündinnen, aber auch für den Wachstum vom Skelett und Muskeln und Bänder für die Welpen. Und das haben sie quasi gekriegt, die ersten 3-4 Wochen erst über die Muttermilch und dann habe ich ja ab der dritten Woche auch angefangen zuzufüttern. Da haben sie es dann selber ins Futter gekriegt und wo der Eimer dann quasi leer war, bin ich zu einer anderen Kräutermischung übergegangen, das jetzt wirklich nochmal speziell für noch mehr Wachstum und Aufbau ist. Das andere war ja noch so ein bisschen Trächtigkeit anfangen. Und das Futter besteht nicht ausschließlich aus Fleisch, sondern es ist auch vegetarische Anteile drin, oder? Also es hat einen sehr hohen Fleischanteil, zwischen je nachdem trocken Nassfutter zwischen 69% und 74%. Ansonsten sind es aber naturbelassene Rohstoffe. Man hat es jetzt gesehen, weil sie so schnell sind, aber man sieht da wirklich zum Beispiel das Reiskorn oder das Zucchini-Stück oder je nachdem, was es für Sorte ist, das Stück Kartoffel und Stück Karotte. Und es sind aber alles naturbelassene Rohstoffe, teilweise auch wirklich aus dem biologischen Anbau. Und wie gesagt, das Besondere mit an dem Futter ist das mineralische Gleichgewicht. In den heutigen Böden ist ja nichts mehr drinnen. Und wo nichts drinnen ist, kann auch nichts rauskommen. Früher haben wir so eine schrumpelige Tomate gegessen und unser Haus oder Mineralhaushalt war ausgeglichen. Heute können wir 10 so große glänzende essen und wir haben trotzdem nichts drinnen. Und so geht es halt bei den Tieren genauso. Meine Kinder, hier ist mein Sohn Simon, haben mich wahnsinnig unterstützt. Nicht nur bei der Geburt waren sie beide total tatkräftig mit dabei, auch wirklich beim Aufzucht, beim Saubermachen, beim Putzen, beim Aufpassen, egal ob jetzt morgens zu Corona-Zeiten man hätte ausschlafen können und die Mama muss zum Pferd, dann ist man trotzdem um 7 draußen gesessen und hat auf die Hunde aufgepasst. Die wurden liebevoll betreut, gebürstet, gefüttert, gestreichelt. Naja, also der Alltag war schwer mit denen. Ja, ihr habt ganz viel gepieselt, gekackert und trotzdem habe ich dich ganz auch lieb. Ja, und trotzdem gibst du mir keine Kussis. Naja, also die Geburt war anstrengend, ganz anstrengend. Der Alltag ist anstrengend, aber ja, man will sie trotzdem alle behalten. Ich will alle behalten, aber ich darf keinen behalten. Das ist voll traurig. Das ist meine Tochter Sarah, die hat mich genauso wie das Simon ganz toll unterstützt. Heute haben wir einen Ausflug gemacht und haben ihre Schulklasse besucht. Vielleicht mag Sarah ein bisschen was erzählen. Also, ich habe mir schon länger mal gewünscht, dass die Welpen auch mal für ihre Forderung mal mit in meine Schule kommen und dann gelungen und dann durften die heute mit zu meiner Schule. Die waren alle ziemlich beliebt, vor allem der kleine Amas hier. Was war am anstrengendsten? Also am anstrengendsten gab es eigentlich nicht wirklich was. Das Putzen war halt ab und zu ein bisschen nervig, aber das ging eigentlich. Und ja, das Schönste an den Welpen sind einfach grundsätzlich die Welpen.